Ja, Herr Dr. Zainower, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ja, ist Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek und er wird uns den Umgang mit dem Fotoarchiv Heinrich Hoffmann vorstellen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich will auch versuchen, mich sehr an die Zeit zu halten. Also, ich sehe das da und da vorne. Ja, we are living in the future of yesterday. Und wir alle als Gedächtnisinstitution sind ja zuständig für dieses halt yesterday. Und wir tun es aber nicht, um totes Bildungsgut anzuhäufen mit jedem Tag, mit jedem Sammlungsaufwuchs immer mehr, sondern wir tun es, um die Gegenwart reflektiert zu informieren, reflektiertes und halt entscheiden zur halt Unterstützung der Zukunft zu leisten. Abby Smith Rumsey hat einmal gesagt, erinnern is not about the past, it's about the future. Und genau darum halt geht es. Und was wir natürlich seit Jahrzehnten tun, das ist, dass wir versuchen, diese Vergangenheiten zu reaktivieren. Und das funktioniert natürlich ganz besonders gut durch Digitalisierung. Digitalisierung hat ja das Ziel, die Dinge möglichst frei zur Verfügung zu stellen. Open ist ja das große Wort, Open Science, Open Source, Open Access, Open Data. Und hierhinter verbirgt sich völlig halt zu Recht der Anspruch zu einer Demokratisierung des halt Wissens beizutragen. Das Digitalisierte soll auch frei verfügbar sein, das heißt natürlich frei von halt Kosten für Sie und uns alle als Endnutzer, aber auch frei von Restriktionen und Zensur. Es ist natürlich so, dass es dort dann auch immer mal wieder Dinge gibt, die dort halt kritisch sind. Hier sehen Sie ein Foto aus der Bayerischen Staatsbibliothek aus dem Jahr 1934. Adolf Hitler mit Papen an seiner Seite besucht die BSB und guckt sich hat Handschriften an und fotografiert wurde dieses halt Bild von Heinrich Hoffmann. Und um den soll es auch gehen bei der Frage problematische Inhalte. So nennt man das ja, ohne dass wir alle immer so sagen können, was ist das eigentlich genau? Und sollen solche problematischen Inhalte im freien Zugang schlichtweg halt verfügbar sein, gegebenenfalls unkontextualisiert. Und ich will Ihnen auch zeigen, dass diese Frage sich vor allen Dingen stellt, wenn man es nicht mit kleinen oder kleinsten Kollektionen zu tun hat, sondern mit der Digitalisierung echter Massendaten. Es geht um das Fotoarchiv Heinrich Hoffmann. Ich habe allerdings in der Vorbereitung dieses Vortrags gesehen, dass das etwas unspannend ist, sich nur auf Heinrich Hoffmann zu stürzen, sodass ich mir die Freiheit genommen habe, den Titel und auch den Inhalt ein wenig halt zu weiten. Sie sehen das als Klammerzusatz halt und weitere Beispiele. Wer war Heinrich Hoffmann, er lebte von 1885 und 1900 bis 1957. Wir sehen ihn hier links und er zeigt Adolf Hitler neueste Fotos, die er aufgenommen hat für ihn und von ihm. Hinterher sehen Sie Eva Braun, die ganz interessiert da drauf schaut. Und er war im Grunde, man spricht etwas halt salopp vom Leibfotograf Hitlers. Er hat ihn also auf allen Anlässen privat und öffentlich halt begleiten können und gilt damit als offizieller NS-Bildberichterstatter. Er sah sich halt gerne in genau dieser Rolle als unbeteiligter, neutraler Registrator des Geschehens. Er steht hinten, Sie sehen das auf der Treppe, den Fotoapparat in der Hand und fotografiert unten einen Bart, was Adolf Hitler in der Menge nimmt auf einer Veranstaltung in Detmold. Ja, das Fotoarchiv Hoffmann ist Teil des Fotoarchivs der Bayerischen Staatsbibliothek, so wird es im Augenblick halt dargestellt. Es besteht aus rund 66.000 Fotos, die wir bereits im Jahr 1992 halt erworben haben, mit finanzieller Unterstützung des Stifterverbands durch die deutsche Wissenschaft. Die Digitalisierung erfolgte im Jahr 2002, 2003, also auch halt relativ früh, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und wir haben seinerzeit auch selber
Immenses hineingesteckt. Wir haben nämlich die ganze Erschließung in Eigenleistung vorgenommen und da geht es auch schon los. Sie werden gleich sehen, wie diese jetzt Erschließung aussieht und Sie werden sich zu Recht fragen, ob das heute noch State of the Art ist und ich werde Sie aber auch fragen, ob es dazu Alternativen gibt. Die durchschnittlichen Nutzungszahlen dieses jetzt Archivs hat pro Jahr sind 40.000. Sie können davon ausgehen, wenn im Spiegel oder im Stern oder wo auch immer mal wieder irgendetwas über das Dritte Reich halt veröffentlicht wird, finden Sie dort mit Sicherheit Fotos aus dieser Sammlung Hoffmann. Ja, weitere hat Anteile dieser Fotomaterialien, das sollte man auch noch sagen, liegen heute in den National Archives and Records Administration in Washington D.C. Die sind nämlich halt beschlagnahmt worden, weil man glaubte, sie in den Kriegsverbrecherprozessen verwenden zu können. Da hat man aber wenig daraus halt saugen können. Und es gab längere Zeit ganz exorbitante Fehleinschätzungen, dass dort 2,5 Millionen Fotos liegen. Heute, es wird im Augenblick eine Dissertation über dieses Fotoarchiv geschrieben, geht man konservativ von 300 bis 400.000 aus. Und das, was wir haben, sind im Grunde auch die Highlights, wenn Sie so wollen. Das andere ist mehr oder weniger more of the same. Wir zeigen diese Dinge und hier gehen die Restriktionen, es wurde eben von einer Art Giftschrank halt gesprochen, bereits los, nicht höchstauflösend an, sondern nur mit 150 halt ppi, sodass derjenige, der sich dafür interessiert, der sie gegebenenfalls auch nutzen will, sieht, was er hat, aber nichts damit anfangen kann und schon gar nicht es einfach mal downloaden kann. Nutzungshaltbedingungen brauche ich Ihnen nicht zu sagen, richten sich für diesen jetzt Bestand nach Paragraph 86 und 86a Strafgesetzbuch, also wir nutzen hierfür die Sozialadäquanzklausel und lassen uns auch bei jeder Nutzungsanfrage sagen, was damit halt gemacht werden soll. Im Regelfall sind es Verwendungen für wissenschaftliche Publikationen oder Zeitschriften, halt Artikel. Also wir sorgen schon dafür, dass das Ganze nicht irgendwo als Megaposter dann auf irgendeiner Gebäudefläche halt prangt. Ja, jetzt schauen wir mal, wie sieht die Erschließung aus, denn es wurde eben von Kontextualisierung, Erschließung gerade gesprochen, das ist das A und O. Und State of the Art ist eigentlich, dass man diese Dinge formal sehr präzise halt beschreibt. Hier sehen Sie die Abnahme eines der Filets der Wehrmacht, die gerade 1939 in Warschau einmarschiert ist, also die Eroberung Polen, der Polenfeldzug. Und Sie sehen, dass hier ein großer Aufwand rein investiert worden ist. Es wird das Ereignis halt beschrieben, es wird beschrieben, wer dort steht, wie die angezogen sind und es wird eben auch gesagt, wo es herkommt und es wird auch das Thema kurz beschrieben. So sieht die Erschließung aus, so haben wir wirklich halt 3 Jahre damals daran herumgewerkelt, um diese 66.000 Fotos angemessen zu halt erschließen. Und wenn Sie das sehen, werden Sie sich vielleicht fragen, na ja gut, das ist alles ganz angemessen, aber ist es eigentlich das, was man wissen will und auch wissen sollte? Und in der Tat gab es hierum auch Diskussionen. Der interessanteste Beitrag stammt aus dem Jahr 2008 von Miriam Arani, die fotohistorische Forschung zur NS-Diktatur als interdisziplinäre Bildwissenschaft. Und die kritisiert natürlich völlig zu Recht, die Bildbeschreibung ist vorrangig um die Identifikation von Personen, Uniformteilen und Kriegsgerät bemüht. Unerwähnt bleiben die Repressionen der Besatzer gegen die polnische Zivilbevölkerung Warschaus zur Durchsetzung eines störungsfreien Ablaufs der Siegesparade und zur Inszenierung dieser offiziellen Siegesbilder. Also eine kontextualisierende, vertiefende Inhaltserschließung, wie sie eigentlich nur ein informierter jetzt Historiker leisten kann, die fehlt. Und so etwas wird natürlich auch zu Recht moniert. Jetzt gehen wir mal weiter. Die meistgefragten Fotos aus dem jetzt Archiv sind natürlich Porträtbilder Hitlers und da wiederum ist das absolute in Anführungsstrichen geschrieben Highlight natürlich Adolf Hitler in kurzer Lederhose. Und auch dieses wird beschrieben in der halt Erschließung, so wie es dort steht, ganze Figur stehend im Wald mit kurzer Lederhose, SA-Hemd, Hakenkreuzbinde und Kniestrümpfe.
damit wissen Sie eigentlich halt wenig, was das Ganze eigentlich halt sollte. Und wenn Sie dann da etwas halt Vertiefendes suchen, dann müssen Sie sich schon ein klein wenig umtun in der Literatur. Viele von Ihnen kennen vielleicht die hochgelobte Hitler-Biografie von Volker Ulrich, Band 1, die Jahre des Aufstiegs. Und da findet sich eine halt umfängliche Beschreibung. Hitlers ausgeprägte Vorliebe für die Lederhose stand in einem merkwürdigen Kontrast zum Führerkult, den seine Jünger seit 22, 23 zu zelebrieren begannen. Hess war denn auch regelrecht erschlossen, hat erschrocken Hitler im Jahr 1923 auf dem Obersalzberg plötzlich in Krachledernen mit nackten Knien und hemdsärmelig zu sehen. Noch Ende 26, Anfang 27 ließ Hitler sich von seinem Leibfotografen Heinrich Hoffmann, da ist er wieder in einer Serie von Bildern in Lederhose und Braunhemd, ablichten. Danach scheint er zunehmend auf das Kleidungsstück verzichtet zu haben, weil es nicht mehr zu seiner Selbststilisierung als der kommende Messias der Deutschen halt passte. Wenn Sie diesen Anspruch an eine jetzt inhaltliche Kontextualisierung stellen, und dieser Anspruch ist zweifelsohne halt richtig, fragen sich aber, wie rechnet sich das auf 66.000 halt Fotos hoch, da tritt natürlich sofort bei uns allen halt große Ratlosigkeit ein. Das Weitere, was wir hieraus auch ersehen, ich habe da jetzt so ein paar Sachen, die ich Ihnen jetzt mal so vorwerfe und die vielleicht auch ganz hilfreich können für spätere Diskussion. Problematische digitale Inhalte sind nach unserer halt Erfahrung im Netz nicht kontrollierbar. Das wurde ja auch halt bereits gesagt. Wenn Sie nämlich, obwohl wir da diese schönen Nutzungsbeschränkungen haben, obwohl wir versuchen, es irgendwie zumindest formal angemessen zu erschließen. Wenn Sie mal auf jetzt Google gehen und schreiben einfach Hitler und Lederhose rein, dann kriegen Sie all dies. Das ist ein kleiner Ausschnitt, da können Sie auch ohne Ende halt weiter scrollen. Also was einmal ins Netz gestellt wurde, etwa als Fotoabbildung in einer Dissertation oder in einer Biografie über Hitler, wird abfotografiert, wird nachgenutzt, wird verwendet. Sie sehen unten in der zweiten Reihe, Sie können Figuren halt bestellen davon. Das geht ganz fix, das ist ein amerikanischer Store, die ist auch in 5 Tagen bei Ihnen. Und so geht das halt endlos halt weiter. Also wenn der digitale Aladdin einmal aus der Flasche raus ist, kriegen Sie den nicht mehr rein. Das heißt aber im Gegenschluss nicht, dass wir all diese Anstrengungen aufgeben sollten. Wir haben uns auch mal im Rahmen der DDB, wo wir uns auch gefragt haben, Digitalisierung nationalsozialistischer Zeitungen, hingesetzt und mal geschaut, wie ist eigentlich in Deutschland die gesamte jetzt Bandbreite. Da gibt es die einen, die sagen, wir digitalisieren diese Zeitungen überhaupt nicht, der Stürmer, der Völkische Beobachter und so weiter. Es gibt andere, die sagen, wir tun es, aber stellen sie nur an bestimmten Arbeitsplätzen in unseren Forschungsleseseen zur Verfügung. Es gibt wieder andere, die stellen sie frei ins Netz und hängen einen Disclaimer dran. Das ist auch der Weg, den die DDB gehen wird. Der ist auch klug und richtig, nur sie können sich natürlich von Rechtsfolgen nicht durch einen Disclaimer freizeichnen. Und es gibt auch einige Einrichtungen, die stellen es halt völlig frei und unkontextualisiert ins Netz. Und wenn Sie sich ja dann vorstellen, dass im Stürmer jede Woche eine große Rubrik drin war, wo Personen geoutet wurden, die Rassenschande halt betrieben haben, und stellen sich ja dann vor, dass wenn Sie das ins Netz stellen, sich die Kinder oder Enkel halt bei Ihnen melden und sagen, meine Mutter hat jahrelang unter dieser Bloßstellung hat gelitten und Sie wagen es jetzt, das quasi zu reaktivieren, unangemessen kontextualisiert und es steht wieder im Netz wie ein unreflektiertes halt Faktum, dann spüren Sie auch, wie schwierig das ist, diese problematischen halt Inhalte angemessen darzustellen und wie groß die Neigung ist, sie quasi einfach zu verstecken, in Giftschränke, die virtuelle Giftschränke halt wegzusperren, was aber dann wiederum darauf hinausläuft, was Herr Strohschneider kürzlich halt so formuliert hat, als Enthistorisierung unserer Vergangenheit. Ja, gleichzeitig
glaube ich, dass wenn wir es mit signifikanten Datenvolumen zu tun haben, sind diese im Netz nicht erschließbar, zumindest nicht nach unseren jetzt Erschließungsstandards. Und jetzt wenden wir uns mal so ein klein wenig von Hoffmann ab. Ich gehe jetzt mal auf echte Massendaten. Sie wissen vielleicht, wir haben im Jahr 2019 das Sternfotoarchiv übernommen mit 80 Millionen Bildern, negative Dias-Abzüge aus den Jahren 48 bis 2001. Ich brauche Ihnen dann auch nicht zu sagen, dass neben Live der Stern das bedeutendste Bildmagazin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts halt gewesen ist. Wir sagen immer, er repräsentiert das visuelle Gedächtnis der BRD und des weltpolitischen Geschehens der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist eben auch ein einzigartiges Dokument des Fotojournalismus. So, jetzt müsste ich eigentlich eine Triggerwarnung halt geben, zumindest an amerikanischen jetzt Universitäten, denn jetzt geht es ein wenig ab. Hier haben Sie ein Bild aus dem Sternarchiv, wenn Sie das so sehen und ins Netz stellen, also klassischer problematischer Inhalt, eine Leiche, die dort liegt. Wenn Sie aber dann auf die Rückseite des Kontaktbogens gucken, finden Sie dort zumindest rudimentärste Metadaten, die man auch OCA erschließen kann und verwenden kann. Israel, Zwischenfälle 72, Massaker in München, Schießerei auf dem Flugplatz seit Fürstenfeldbruck, also das Attentat während der Olympischen Spiele. Gleichzeitig finden Sie in unserem Fundus natürlich auch die Fotos, die jeder kennt. Das sind die harmlosen Fotos. Da sehen Sie den zerbombten Hubschrauber. Also da sind zwei Handgranaten reingeworfen worden, was halt nicht gezeigt wird, aber was natürlich einen wichtigen Informationswert hat, weil es das ganze Grauen des halt Geschehens nicht umrundet, sondern klar darstellt, sind halt solche Fotos, wo Sie wirklich jetzt erschossene Mitglieder der israelischen Sportmannschaft sehen. Die sind auch individualisierbar und da kann man sich auch fragen, persönlichkeitsrechtlich problematische Inhalte, das Erzeigen von Leichen, die auch halt individualisierbar sind. Auf ganz anderen Feldern kommen Sie auch bei solchen Massendaten auch wieder mit rudimentären Erschließungsdaten ein Stück weiter. Hier haben Sie einen klassischen Art Kontaktbogen aus dem Stern-Jetzt-Archiv. Da geht es ganz harmlos um Goldgräber am Amazonas. Und da ist immerhin auf der Rückseite, finden Sie dort für jedes halt Bild eine Kurz-Jetzt-Beschreibung, die man auch verwenden kann, indem man sie quasi hat elektronisch jetzt erfasst, OCA jetzt erschließt, mit GND-Daten kontextualisiert und dann kommt man schon ein kleines Stückchen weiter voran. Aber natürlich nicht das, was zu Recht verlangt wird, eben wie ich es beim Fotoarchiv Hoffmann gezeigt habe. Sodass wir sagen, immer problematische digitale Inhalte sind im Netz zwar nicht erschließbar im eigentlichen Sinne, aber sie sind durchaus halt kontextualisierbar und zwar, und das ist vielleicht nicht so ganz selbstverständlich, durch andere digitale Inhalte. Das heißt, je mehr sie digitalisieren, nicht umso schlimmer, sondern umso besser. Wie hat man sich das halt vorzustellen? Gucken Sie sich einmal dieses Bild an aus dem Stern-Foto-Archiv. Was ist dort eigentlich dargestellt? Wohnen Sie hier einer Vergewaltigungsszene bei? Im Hintergrund gucken zwei gleichgültig halt zu. Wenn Sie so etwas einfach ins Netz reinwerfen, dann wird das halt selbstverständlich zu Fragen führen. Man wird Sie auch fragen, wieso zeigt ihr sowas überhaupt? Wenn Sie sich aber vorstellen, dass Sie etwa Discovery-Systeme, die semantisch halt orientiert sind, wir experimentieren an der BSB mit einem Tool aus Stanford namens Juno, wo also selbst wenn Sie nur rudimentäre Metadaten haben, die in Knowledge Maps und Knowledge Graphs eingefügt werden können und so einen breiten Kontextualisierungsraum auch zu anderen Fotos halt schaffen können, sieht die Welt vielleicht künftig wieder anders aus. Und wenn Sie sich so etwas noch halt kombiniert vorstellen mit fortgeschrittenen Bildähnlichkeitssuchen, wir haben für die BSB ein solches halt Werkzeug entwickelt auf einem völlig harmlosen Feld, Handschriften, Vergleiche, das wird im Augenblick optimiert und soll dann im kommenden Jahr auch einsetzbar sein für digitalisierte Fotos. Dann kommen Sie vielleicht etwas halt weiter und wenn Sie dann
große Anzahlen an Bildern in solche Tools hineinwerfen, dann bekommen Sie als Rückmeldung vielleicht so etwas angezeigt und dann sehen zumindest die etwas Älteren von Ihnen, dass etwas ganz anderes hier dargestellt wird. Es ist nämlich eine weltberühmte Reportage im Stern über den sogenannten Ashram in Pune, der Ihnen vielleicht was halt sagt, über den der Stern-Reporter Jörg Andres Elten, der Weltbestseller ganz entspannt im Hier und Jetzt geschrieben hat. Und dies sind Szenen aus den psychotherapeutischen Encounter-Gruppen, die dort halt stattgefunden haben und die halt weltweit halt Interessierte angezogen haben. Trotzdem bleiben natürlich auch hier die Fragen Persönlichkeitsrechte, die Personen sind identifizierbar. Es bleiben auch Fragen, wie weit man heute im Unterschied zu vor 50 Jahren, unsere Gesellschaft ist ja nicht im eigentlichen Sinne jetzt permissiver halt geworden gegenüber früher Nacktheit darstellen soll. Fragen, auf die wir auch nicht ad hoc eine Antwort geben können. Heißt zusammengefasst, dass all das, was eben jetzt artikuliert wurde, ethische Fragen, kulturpolitische, gesellschaftspolitische Fragen im Umgang mit problematischen Inhalten, das ist unsere These an der BSB, lassen sich, wenn überhaupt, nur technologisch lösen. Das heißt, durch Einsatz der Technologien, die ich Ihnen jetzt eben halt gezeigt habe, und an einer solchen starken These kann man halt natürlich Zweifel haben, denn bisher sind ja Versuche, die Technologie als Heilsbringer für solche Themen zu adressieren, eigentlich nicht so wirklich erfolgreich halt gewesen. Aber zumindest zeigen sie Wege auf. Ja, last not least, damit mir nicht gesagt wird, ich komme halt naiv daher, problematische Inhalte gleich welcher Art, ob es Hoffmann sind oder was auch immer, sind ja nicht unbedingt essentialistisch oder ontologisch halt problematische Inhalte. Es klebt ja nicht an Fotos, an Dokumenten und Objekten irgendwo ein Item dran, was sagt, ich bin ein problematischer Inhalt, war es schon immer und werde es sein, sondern sie unterliegen selbstverständlich auch gesellschaftlichen Entwicklungs- und Bewertungsprozessen. Und insofern ist dies auch etwas, was in Fluss ist und uns auch immer neue Reflexionen halt abverlangen wird. Ein letztes halt Beispiel hierfür ist dieses schöne Bild. Wir haben vor 14 Tagen die Fotosammlung Volker Hinz erworben, einer der großen Sternfotografen und auch weit darüber hinaus. Dies ist ein ikonisches halt Bild, aufgenommen von ihm im Jahr 1977 in der Dusche, wo Franz Beckenbauer und Pelé, die haben damals so nach Karriereende gespielt für Cosmos New York, sich haben von ihm fotografieren lassen. Volker Hinz hat selbst noch gesagt, wollt ihr euch nicht etwas halt wegdrehen? Und die zwei haben gesagt, komm, mach dein Foto, alles gut. Und dieses Foto wird immer mal wieder reproduziert in Ausstellungskatalogen. Nur als wir jetzt die Pressemitteilung zu diesem jetzt Erwerb des Fotoarchivs herausgegeben haben, kamen die Verantwortlichen unserer jetzt Öffentlichkeitsarbeit und haben gesagt, Herr Zornober, das können Sie nicht bringen, das gibt Ärger. Ich habe gesagt, dann warten wir mal ab, ob es Ärger gibt, wir zeigen es, es ist ein ikonisches Bild, es hat sich niemand daran gestört und es ist halt 2-3 Mal auch in der Presse halt abgedruckt worden. Es mag aber sicherlich andere geben, die sagen, sowas geht überhaupt nicht. Und hiermit werden wir uns auseinanderzusetzen haben und ein Stück weit einfach auch zukünftig halt Kritik auszuhalten haben. Vor allen Dingen, wenn wir die Digitalisierungskampagne des Sternarchivs ist angelaufen. Wir werden in den nächsten 4 Jahren schon mal 3,2 Millionen Fotos halt digitalisieren und in 15 Jahren wird das alles in irgendeiner Form im Netz verfügbar sein. Ja, was ich Ihnen am Schluss noch halt mitgeben will, ist dieses Zitat von Susan Sontag, was ich immer recht beeindruckend finde. Erinnern bedeutet, je mehr die Ereignisse zurücktreten, immer weniger sich auf eine halt Geschichte zu besinnen, also historisches halt Wissen zu haben, sondern stattdessen immer mehr ein Bild aufrufen zu können. Das ist es, was bleibt. Vom Vietnamkrieg bleiben vielleicht 2-3 ikonische Fotos. Und umso wesentlicher ist es, dass das, was wir zeigen, was halt bleibt, eben kontextualisiert wird, zumindest durch viele andere jetzt Objekte, die auch für sich stehen und durch die Kontextualisierung dann auch wieder Zusammenhänge herstellen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich als Foto jemand zeige, der halt raucht. Das ist ja auch schon halt etwas, was gegebenenfalls als problematischer Inhalt empfunden werden kann.
Das war's. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.